So, die Geister sind ausgeschaltet. Wo Geister frei sich tummeln, okay. Wollte mit Velewin darüber reden, okay. Gut, ich würde auch sagen, wir machen jetzt noch die Quest, damit das nicht so, nicht so, Velewin, genau. Damit das nicht so, ja, jetzt immer so stockend ist, würde ich sagen, wir machen als nächstes Night of Nine, also nach der Quest hier. Wenn ich weiß, wo Velewin, wo der ist. Wunder. Wo ist denn Velewin, Alter? Ach, Leute. Könnt ihr, ist die Map irgendwie nur zur Ziele da mittlerweile oder wird da auch mal was angezeigt? Geil, Oblivion ist ein geiles Spiel. Hat eine Map? Nur anzeigen? Nö, warum? Wir haben eine Map. Warum denn anzeigen? Wir lassen das einfach. Nein, normalerweise geht das. Ich weiß gar nicht, wo Willi-Wien ist. Haus, irgendwie sowas? Nein. Danach wollte ich Night of Nine machen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, wir haben gerade so eine. Ja, letztes Mal schon gemerkt, so ein bisschen so. Wie soll man sagen, so, ne, so eine. Wo ist der jetzt? Oh. Ah, das ist einfach kurz anzuzeigen, ne? Nein, das ist zu viel verlangt. Er hat wieder wie ein Haus, muss er ja haben, ne? Theoretisch. Nicht. Oh, muss ich jetzt extra nachgucken, wo der ist oder was? Ja, das ist manchmal so ein bisschen nervig, ne? Und das ist einfach anzunehmen. Das zeigt wieder Taktus und auch alles an. Woher soll ich wissen, wo dieser Vidivin ist? Was weiß ich, wo der ist? Wie kann man es denn irgendwie. Warte mal. Welven. Ja, wo haben wir das denn gemacht? Was weiß ich denn, wo das war? Oh, Ihr Alter. seht aus, als wärt ihr geschickt in Führung. Wie schön, euch zu sehen. Ich meine, ich kann hier mal ein bisschen rumlaufen, aber ich jetzt. Ich guck auf YouTube. Oh, es ist so. Ich finde das so bescheuert, Alter. Ohne Witz. Was weiß ich, wo der ist? Denkst du, ich such den jetzt, aber ich such den doch nicht. Nein, statt dann irgendwie dann, hey, okay, dann ist hier ein Haus oder so und gut ist. Was weiß ich, wo da war? Was weiß ich, wo dazugehört? Da kann ja sonst so sein. Da kann er. Ja, ist auch im Schloss, was weiß ich. Haus sein. Na, ist mir auch egal. Ich guck kurz. Ich muss in die scheiß Taverne. Ja, das kann man hier auch gut rauslesen, dass ich in eine Taverne muss. Wäre ich fast nicht drauf gekommen. Ja, weil da, weil die Quest angefangen hat. Na gut, da gibt's zwar Sinn, aber. Ja, gut, wenn du sie am St ja, wenn du sie am Stück Was spielst. denn nun schon wieder? Ja? Oh, Mensch, ey. Ich liebe es, man gucken muss an Die Gebäude hier sehen anders aus. Wieso? Dies ist der Baustil der Goldküste, ähnlich wie in Hammerfell. Die Städte im Osten sehen für mich grau und langweilig aus. Naja. Sobald ihr das Haus gekauft hattet, suchte er das Weite. Wie ich höre, ist er auf dem Weg zur Kaiserstadt. Oh, danke. Auch Und hier. das wird mir jetzt angezeigt. Ihr seht wie jemand aus, der sich im. Da nicht, der sich im Kampf auskennt, das ist klar. Ah, ja, okay, dann machen wir als nächstes auf jeden Fall die Pilgerfahrt. Ich habe schon ausgesucht, wie die erste Quest hier heißt, von Night of Nine. Das soll so ein kleines DLC wohl dann, so ein Kotokuk. Einfach nur eine nur ein kleines zu sein. Da machen wir damit weiter, weil darauf habe ich auch richtig Bock. Und dann haben wir auch wieder diesen Flow, weil das Problem ist natürlich, wenn du die ganze Zeit gucken musst, wo ist das, wo ist dies. Hey. Weißt du, dann ist es Ich natürlich bin so. Überrascht, ja. euch hier in der Kaiserstadt anzutreffen. Herrenhaus. Ihr glaubt also, ich sei verantwortlich. Ich denke, ihr habt recht, denn die Villa gehörte meinem Großvater Lorgren Beniros. Ich wusste, dass darauf ein Fluch lastet. Danke. Deshalb habe ich sie so billig verkauft. Ich schätze, ich hätte euch warnen sollen, aber ich musste raus aus Anvil.
gar nicht. Meine Familie meinte, ich könne in die Kaiserstadt ziehen, sobald hier alle Dinge erledigt seien. Und das Haus war eins dieser Dinge. Ich fürchte, meine Gier war stärker als meine Vernunft. Ich hoffe, der schreckliche Ort hat euch nicht zu sehr zugesetzt. Ich dachte wohl, ihr wärt in der Lage, den Fluch ein für alle Mal zu brechen. Wäre ich auch, wenn du ehrlich gewesen wärst, du Affenkind, ey. Oh Gott. Ja, du. Oh, schade. Ich wollte, dass du ihn brichst, Junge. Wo soll ich denn einen Fluch brechen, von dem ich erstmal überhaupt nichts weiß? Du Arschkopf. Logren Benirus, mein Großvater, war ein verschrobener alter Kauz mit einem Faible für Zauberei und magische Experimente. Er war an sich harmlos, bis zu dem verhängnisvollen Tag, als er auf ein Buch zur Nekromantie stieß. Er wurde wie besessen und glaubte, mit der Nekromantie sein eigenes Leben verlängern zu können. Die dunklen Künste des Buches geboten ihm, Verstorbene, die jüngst in den Grüften unter der Kathedrale bestattet worden waren, auszugraben. Als dies entdeckt wurde, berief die Magiergilde eine Versammlung ein, um sich zu beraten. Man war sich schnell einig. Unter der Führung eines jungen Heißsporns namens Karahil stürmte die Magiergilde Haus Benirus und erschlugen Lorgrein. Aber in diesem ganzen Chaos verschwand seine Leiche. Aus diesem Grund war für die Bewohner von Anvil klar, dass das Haus verflucht sein musste. Ihr seid die erste Person, die seit langem wieder einen Fuß hineinsetzt. Cool, Fluch aufheben. Mit dem Fluch kann ich euch leider nicht helfen. Oh, wow. Ihr habt das Haus gekauft. Ah, voll labern. Jetzt ist es euer Problem. Arschloch. Lebt wohl. Alter, wieder im Marker weg. Oh. Getötet wurde, nachdem er statt Wolf von einem Wild davon Wind bekam, merkwürdigerweise wurde ein Leichen jemand gefunden. Ich muss Velvin überzeugen, zur Aufhebung des Fokus mit mir in einem Wild zu gehen. Ihr seid ganz. Was will denn ja wie denn? Lebt. Und wie mach ich das? Ja, geht doch nicht. Oh Leute, kann mir das Spiel sagen, was ich tun soll? Ja, überzeugen, ja wie denn? Wie? Soll ich jetzt zurückgehen? Ja, wurde eigentlich niemand gefunden. Ja, soll ich die Weiche jetzt suchen oder was? Ich muss Velvin überzeugen, was ich denn? Soll ich die Leiche suchen? Tag. Was habt ihr los zu berichten? Ich hab. Oh. Ihr seid ganz. Mit dem Fluch kann ich euch leider nicht helfen. Ihr habt das Haus Logren Benirus. Er war an sich harmlos, bis zu dem verhängnisvollen. Er wurde wie besessen und die Dunkel. Als dies entdeckt wurde, berief die Magd. Aus. Keine Ahnung, wird so zählen wie, ey, ist das eine scheiß Quest. Von der Story ist ja witzig, aber ich finde es doch absolut bescheuert, dass ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll. Das Spiel einfach nur kein Marker, ey. Das ist so dumm. Es ärgert einmal, weil das jetzt unnötig lange dauert, bis man weiß. Was soll das? Weil sich ja sonst auch immer Marker ein. Ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie. Was Neues wäre. Wo waren die scheiß Haus hier? Nee. So. Keine Ahnung. Ja, mit so einem Balkon, ne? War das ein Balkon? Was ist das hier? Ich glaube ja. Nein, hör auf damit. War das hier? Ne, das war hier, ne? Hier? Was bin ich? Ja, das bin Nerus, glaube ich. Der Beinerus. Ja, es ist so doof und rennt man hier rum und. Weil das Spiel halt die ganze Zeit Marker gibt. Warum jetzt? Warum? Also, es gibt nicht mal Sinn, dass man jetzt nicht mehr. Oder. Kannst du nicht immer mal ja, mal nein? Das ist ja total beknackt. Das ist mein Haus, ne? Jupp. Dann gehe ich jetzt mal in den Keller. Vielleicht geht das ja. Ich liebe es, wenn ich keine Marker habe. Ich weiß, was ich tun muss. Aber okay. Ich freue mich gleich, euch das DLC zu machen, einfach. Ey, das Spiel wird hier so dringend mal ein Remake, ne? Ja.
Ja. Bitte, Leute. Juhu, Alter, die eklig. Komm her. Okay, war doch richtig jetzt hier. Aber er hat auch noch nicht überzeugen. Wie überzeuge ich ihn jetzt, dass er mit mir mitkommt, dass ich noch ein paar Geister von kille oder wie oder was? Ah, okay, ich hab keine Ahnung, wie ich ihn überzeugen soll. Ah so, man, okay. Ja, von da, ja. Oh, Alter. Oh, Leute. Also man merkt jetzt so richtig, wenn man keine Gilden hat, die Gilden waren, glaube ich, wirklich das Highlight, kann das sein? Oh, ja, yay, das ist super lustig, die ganze Zeit für die Gilden gefeuert zu werden. Das ist ja wirklich 1A Gameplay. Ey, geil. Das macht Bock. Bock auf mehr. Los schon mit Terry. Leute! Ja. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr zu sehen, egal. Warte doch. Oh Leute, ja, jetzt komme ich gar nicht auf. Oh ey. Ja, oh ja, Junge, du bist überhaupt nicht nervig, ne? Wir sind ja davon nicht zu mir gezielt, aber gut. Hm. So, der bin ich. Ja, tot, ja gut. Wart mal eine Stunde. Nochmal ein, also. Nee, ganz anders, oder? Hm? Toll. Und jetzt? Was soll ich denn? Oder muss ich wieder zu dem Haus da? Was weiß ich nicht, zu dieser Bar? Ey, das ist so bescheuert, ne? Es tut mir leid, aber das finde ich wieder so ein scheiß blödes Game Design, wo du echt nicht weißt, was du tun sollst. Und irgendwie rumrennst. Das ist ja doof. Alter, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ein bisschen das Highlight des Spiels wirklich, dieses Ding da war. Ja, muss halt wieder auf YouTube gucken. Kann ja gar nicht an der DLC machen. Hm. Wer DLC machen? Ich glaube, es ist. Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch, ehrlich, das Spiel braucht wirklich ein Remake. Wirklich. Also wenn ein Spiel das braucht, ist das hier, weil es hat hier. Also ich weiß nicht, wie sind es damals zu Release, da war das ja noch anders. Man ist es, glaube ich, auch anders gewohnt mittlerweile. Dass ich mich darüber ein bisschen aufrege. Weil mittlerweile ist man es ja gewohnt, dass man Markierungen hat. Dass man ein bisschen Spielfluss hat. Und so, ne? Der hat sich ja wenn du dir jetzt Witcher 3 anguckst. Das jetzt vom Spielfluss ist. Das ist ja sozusagen der Stand, wie heutige Rollenspiele gemacht werden. Witcher 3 ist ja eigentlich immer das Paradebeispiel. Was wollt ihr?
Weiß ich auch nicht. Ne, weiß ich. Was soll ich denn machen? Kann das Spiel mir sagen, was ich machen soll? Ohne Witz, ohne hier nichts anzeigen. Das ist doch scheiße. Alter, was soll das? Na toll, jetzt geht das Spiel nicht, oder? Jetzt kann ich euch wieder auf YouTube gucken. Oh, ist es so bescheuert, Alter. Ohne Witz, das ist eine Scheißquest. Die ist ja richtig scheiße. Man zeigt auch gar nichts mehr an. Nehmen wir die Minimap gleich weg. Brauchen wir gar nicht mehr die Map. Gar nicht mehr. Hier, hier ist Quest. Wo das ist, ist scheißegal. Auch viel Spaß. Ja, das braucht ein Remake. Haben wir das für Remake in das Spiel? Können wir bitte diese paar Fehler, die ich... Ach so, das ist jetzt immer wieder neu. Oh nee, oder? Oh nee, oder? Oh nee. Ja, gut, das hilft nicht gut, ja. Cool. Oh ne, das ist ein Schwert kaputt. Ja, ist egal, was ich mal. Ich kämpf doch nicht mal! Was ist denn hier? Ach, die werden das leben. Ich kämpfe doch nicht mal! Mensch! Alter. Nerv doch nicht. Wirklich, Junge. Oh, ist das nervig. So, ich hab geguckt. Normalerweise hat man wohl auch einen Marker. Also ich hab keinen, aber ich hab eben mal beim anderen Video geguckt, der hat einen Marker gehabt. Da hatte ich wieder einen Bug oder was. Ah, toll. Na gut, wir müssen jetzt wieder in die Kaserne, da muss er dann sein. Also, wenn er da jetzt nicht ist, dann geht das wohl nicht. Ach, keine Ahnung. Dann lassen wir die Quest, das ist mir schon scheißegal. Ja, es ist doof, wenn das Spiel. Ja, dann normalerweise hat man einen Marker, er hatte nämlich einen. Der Marker zeigt nämlich hin, wo er hin muss. Ich habe jetzt keinen Marker, weil das Spiel bei mir wieder Probleme macht. Ah, das ist so bescheuert. Oh ja, macht doch, Alter. Ey, ich glaube, das Spiel schreit nochmal nach einem Remake. Man merkt es halt auch immer dann, wenn man natürlich so im Spielfluss ist, ist es halt richtig geil. Das Spiel ist schon cool. Ich mag es auch, nur wenn dann das kommt, dann nee, der mag ich, das mir gab es alt oder neues, nee. Und ich weiß, da kann man das immer irgendwie patchen mit Mods und nee. Kann man, weiß ich, aber nee. Warte mal 7 Stunden. Dann fange ich gleich einfach die andere. Machen wir gleich die Pilgerfahrt. Endet nicht. Wie ist das Wertebefinden? Sieh sich einer diese Muskeln. Naja. Ich grüße euch. Oh Gott, aber eine Sache kann man ja mal probieren, wegen überzeugen. Ist er hier gewesen? Ich glaube ja. Habt mir gleich, Herr. Ich habe nichts zu essen. Grüß ihr seid's. Hi. Könnt ihr euch einen besseren... Wo war denn der? Alter, ist diese, was ist das denn eine Quest, Alter? Ohne Witz. Das geht ja gar nicht voran, ey. Also das ist gut. Das ist das, was ich dann so nervig finde, wenn es so gar nicht vorangeht. Wo einfach 20 Minuten blöd rumrenne und nichts erreiche. Wo war denn der? So, wir gucken nochmal hier, dann überzeugen wir ihn, das habe ich vergessen. Aber er hat es auch nicht ihr gemacht. Ihr seid ganz... Mal gucken, ob es dann geht. Für euch? Selbstverständlich. Nee, ich bin auf 100. Mit dem Fluch kann ich euch leider nicht helfen. Ihr habt das Haus gekauft, jetzt ist es euer Problem. Ihr glaubt also, ich sei verantwortlich. Ich denke, ihr habt recht, denn die Villa gehörte meinem Großvater Lorgren Veniros.
Ich wusste, dass darauf ein Fluch lastet. Deshalb habe ich sie so billig verkauft. Hm. Ich schätze, ich hätte euch warnen sollen, aber ich musste raus aus Anvil. Meine Familie meinte, ich könne in die Kaiserstadt ziehen, sobald hier alle Dinge erledigt seien. Und das Haus war eins dieser Dinge. Ja. Ich fürchte, meine Gier war stärker als meine Vernunft. Ich hoffe, der schreckliche Ort hat euch nicht zu sehr zugesetzt. Ich dachte wohl, ihr wärt in der Lage, den Fluch ein für alle Mal zu brechen. Ja, die Mission scheint wohl verbuggt zu sein. Weil theoretisch redet man jetzt mit ihm, dann geht man zurück und dann geht's weiter. Lebt wohl. Toll, tolle Mission, tolle, toll, super. Klasse, jetzt habe ich da schon viel Zeit verschwendet. Na gut, egal, mal die Pilgerfahrt.